Wenn die Messe in Düsseldorf zum Caravansalon einlädt, wird die Landeshauptstadt zum Mekka der Campingfreunde. Neben Wohnmobilen, Wohnwagen und Zelten gehört der Bereich Zubehör ebenso dazu. Zelte, die auf vorhandenen Fahrzeugen einfach montiert werden können, sind bei Puristen derzeit der Renner. Natürlich dürfen auch die lebenden Zeitzeugen der Campinggeschichte nicht fehlen. Echte Hingucker, die viele Geschichten zu erzählen haben. Moderne Wohnwagen bieten inzwischen mehr Komfort als manch ein Hotel. Damit auch kompakte Fahrzeuge viel Platz bieten, hat Detlefs dieses raumsparende Hubbett-Konzept im Angebot. Wird sie nicht gebraucht, verschwindet die Liegefläche unter dem Dach. Die Vorstellung des neuen E-Van von Detlefs ist einer der Höhepunkte des diesjährigen Caravansalons. Ein extrem kompaktes Wohnmobil mit 6 festen Sitzplätzen, 4 Schlafplätzen auf nur 5,65 Meter Länge. Cleveres Zubehör sorgt für mehr Komfort und Sicherheit. Neue Trends sind Markisen ohne Stützen und Kühlboxen, die gleichzeitig als Gefrierschrank genutzt werden können. Obwohl Kühlschränke immer leistungsfähiger werden, werden sie auch immer kompakter. So lässt sich der Gasstand exakt und schnell ablesen. Die kompakten Wohnmobile werden auch für immer mehr Neueinsteiger interessant. Ford und Westfalia präsentieren auf dem diesjährigen Caravansalon den neuen Nugget. Basierend auf dem Transit Custom wurde er nach den Wünschen und Erfahrungen der 5 größten Händler konzipiert. Die California-Modelle von VW sind seit Jahrzehnten aus der Wohnmobilszene nicht mehr wegzudenken. Immer wieder waren sie mit cleveren Ideen Trendsetter in Sachen kompakte Wohnmobile. Aber es muss nicht immer nur vernünftig und praktisch sein. In Düsseldorf werden auch anspruchsvolle Camper ihre individuellen Wünsche erfüllt bekommen. Egal ob bei den Luxus-Wohnwagen oder bei den Eyecatchern, den Luxus-Wohnmobilen, die wirklich keinerlei Wünsche offen lassen. Dass Campingmobile auch extrem geländegängig sein können, wissen vielleicht viele Interessierte. Möglichkeiten, um die Grenzen einmal auszuprobieren, haben aber die wenigsten. Auf dem Caravansalon kann man aber das selbst einmal live erleben. Und das ohne, dass das eigene Gefährt eine Schramme befürchten muss.